Ach, eine Blaumütze! Was geht hier ab, Junge? Er geht AFK, er war AFK! Situation passt. Ey, Regie! Regie, einmal kurz Wiederholung von dieser Stelle. Was geht ab, Freunde? In Fortnite zurück, Alter. Und lasst auf jeden Fall mal ein Abo da, wenn ihr Ehrenmänner seid. Und aktiviert die Glocke, Leute. Road to 1 Million Abonnenten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da kein Auge macht und mir vielleicht dabei helfen würdet, meinen Traum zu erfüllen. Und ich würde mich natürlich auch freuen, Leute, für dieses geile Video. 5000 Likes sollte auch drin sein. Nehme ich. Hier geht's heute darum, wie man die beiden Rucksäcke bekommt. Einmal den Bright Bag und einmal den Rust Bucket. Diese beiden Rucksäcke, die gibt es schon seit einigen Wochen im Spiel, aber Epic Games hat nicht gesagt, wie man die bekommt oder wie es die gibt. Nein, Epic Games macht ein kleines Geheimnis drum. Und deswegen werde ich dieses Geheimnis heute lüften und euch sagen, wie ihr diese Rucksäcke bekommen könnt. Aber zuerst müssen wir die Pyramide ändern und den Gegner töten, der hochkommt. So, ciao Leben. Oh, da ist noch einer unter mir. Der gönnt sich gerade erstmal schön einen Slurpee. Dieser Moment, wenn du mit der M4 einen Nahkampf mit der Gegner Schrotflinte gewinnst. Grüße gehen raus. Und hier rennt noch einer rum. Boah, was geht gerade hier rund ab? Das macht mich gerade ein bisschen nervös. Wir müssen mal kurz den noch suchen hier. Wo versteckst du dich? Komm, wir können das klären. Wir können das klären wie echte Männer. Okay, er kommt. Er kommt. Guten Abend. Ach, eine Blaumütze. Du frech Darkstore. So, wir gönnen uns jetzt erstmal hier die Kiste. Für die Leute, die gar nicht wissen, welche Rucksäcke ich hier meine, ja? Oder die gar nicht wissen, von was ich überhaupt rede. Ich blende euch mal die beiden Rucksäcke ein. Ich werde euch dazu gleich auch noch Gameplay zeigen, dass ihr seht, dass es dieses Teil auch wirklich im Spiel gibt und dass es alles lit ist. Und ich muss sagen, man sieht, der Bright Bucket, der passt perfekt zum Farbenbomber-Skin. Dieser Farbenbomber-Skin ist einer der beliebtesten Skins in Fortnite. Wird sehr, sehr oft gespielt. Ja. Und dieser Skin ist auf den Markt gekommen ohne Rucksack, was natürlich sehr schade ist. Auch der Rust Bucket, der passt natürlich perfekt zum Rostmeister. Und ich bin hier gerade ein bisschen nervös. Ich habe kein Leben und hier rennt noch einer rum. Das ist scheiße. Okay, vielleicht bin ich auch gleich tot. Und dann ist das Video hier vorbei. Grüße gehen raus. Ich hoffe natürlich nicht. Und dann seht ihr jetzt noch einmal den Rust Bucket. Der perfekt zum Season 3 rausgekommenen Rostmeister passt, ist bis dato auch nicht im Spiel drin. Ah, der ist runtergesprungen. Warte mal. Morgen. Schönen guten Abend. Oh ja. Er hat auf Bestellung mir erstmal schön ein dickes Medikit gebracht. Sehr, sehr lecker. Danke dafür. So. Ja, diese beiden Rucksäcke gibt es schon seit mehreren Wochen halt in den Dateien. Leute haben gesehen, okay, die kommen auf jeden Fall. Und Woche für Woche ist vergangen. Zuerst, ich habe auch gedacht, die wird es im Shop geben. Bis dato nicht im Shop drinne. Was sehr, sehr schade ist. Weil dieser, besonders dieser Farbenbomben-Rucksack, der sieht mega fett aus. Den will ich mir auf jeden Fall holen. Und da ist auch noch einer. Oh, das ist sogar ein Deutscher. So ein Deutschland-Skin. Aber wir können uns leider nicht anfreunden, weil du musst verstehen, ich bin der schwarze Ritter. Da kommt noch einer. Was geht hier ab, Junge? Was passiert hier gerade? 8 Kills, Junge. Das geht ja richtig ab. Also 10 plus Tilted Tower raus, ey. Das können wir... Oh, yeah. Geil. Sieht gut aus. Viele werden sich auch fragen, warum ich hier so einen lustigen Skin spiele. Mit dem Ei hinten auf dem Rücken. Schwarzer Ritter spielen sehr, sehr wenige Leute zurzeit. Deswegen habe ich gedacht, packe ich mal wieder rein. Und mit dem Osterei sieht das irgendwie... Der Kontrast ist so lustig. Habe ich einfach mal reingepackt. Ich will euch hier die ganze Zeit was über den Rucksack erzählen, aber das Gameplay ist gerade so intensiv. Hä?
Wie geht das? 8 Schaden. Hä? Ich war voll drauf. Die Schrotflinte ist einfach broke. Ohne Spaß. Warum will niemand erzählen, dass das hier mit rechten Link zugeht? So ein Müll. Ja, ich will euch die ganze Zeit über die Rucksäcke erzählen, wie man die bekommt. Aber irgendwie haben wir dazu keine Zeit. Ich hoffe, dass es hier gleich mal ein bisschen ruhiger wird. Wir werden jetzt noch mal kurz das Medkit da vorne drücken. Dass mir die Leute mal hier nicht auf den Sack gehen sollen. Gib mir mal das Medkit, Digga. Danke dafür, Iblali. Und ich will auch gar nicht lange rumreden, Leute. Ich blende euch mal, dass ihr auch wirklich glaubt, dass es real ist und dass es den gibt. Ich blende euch mal einfach mal ein Gameplay ein und sag dazu kurz mal nix. Awesome. Watch one of his teammates snipe us. This guy is so lit. This guy is so lit. So, ihr solltet jetzt das Gameplay gesehen haben. Ja, in dem Gameplay konnte man sehen, dass es diesen Rucksack gibt. Und ich blende euch jetzt noch ein Gameplay ein. Da seht ihr den auch, dass es den auch wirklich im Spind zur Verfügung gestellt wird, dieser Rucksack. Und das seht ihr jetzt. Alright, so people have been asking me, how did I get the bright bag? How did I get it and stuff? Like disappeared off my account, so I emailed them. What happened? Why, you know, why is this gone? And then after a while they emailed me back saying, you know, we put the skins back on your account, here you go. And I went onto my account and that was there. And I was like, wow, that's cool. So, solltet ihr jetzt gesehen haben, das ist kein Fake. Dieses Video hat ein YouTuber hochgeladen, der Link dazu unten auch übrigens in der Beschreibung. Und er hat es hochgeladen und da war auf jeden Fall erstmal die Welle groß. Vorher haben Leute gesagt, pass auf, jede mysteriöse Weise, alle Leute haben irgendeine Scheiße zusammengereimt. Die haben gesagt, pass auf, man muss in einer Runde 3 Lamas finden. Wenn du in einer Runde 3 Lamas findest, dann bekommst du in deinem Inventar diesen Rucksack. Und viele Leute wollten das natürlich. Viele Leute haben gesagt, boah geil, dieser Rucksack ist so selten, hier hat kaum einer. Ich suche 3 Lamas, aber jeder weiß, in Fortnite 3 Lamas zu finden, ist nicht ganz so einfach. Ich frage mich nur, ob da unten einer ist. Nee, ich glaube, da ist keiner mehr. Ist nicht ganz so einfach. Aber nach ein paar Tagen hatten dann auch Leute in einem Game 3 Lamas gefunden. Also haben wirklich das hochgeladen auf YouTube, wo man sieht, okay, sie haben in einem Spiel, was Wahnsinn ist, ich glaube, es gibt insgesamt nur 3 Lamas in einem Game, ich bin mir aber nicht sicher, haben wirklich 3 Lamas gefunden, haben die aufgemacht und haben danach geguckt, okay, haben wir jetzt diesen Rucksack bekommen? Nein, dieser Bright Bag war nicht dabei gewesen. Da hinten ist übrigens einer. Den müssen wir uns mal kurz sneaken, Bruder. Weil Jumppad haben wir 2 Stück. Warum? Er geht AFK, er war AFK! Oh! Was hat der denn für einen geilen Loot für uns? Danke dir! Ey, tut mir leid, also das ist nicht die feine englische Art, dich hier AFK zu töten. Tut mir leid. Aber ich kann keine Rücksicht nehmen, wenn deine Mutter dich ruft. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Hendrik! Essen! Muss da schnell weg. Ja, was gab's noch für Theorien? Dann gab's noch Theorien, man muss irgendwie 20 Kisten aufmachen, um... Ja. Um diesen Rucksack zu bekommen. Also das, ich habe den schon von draußen gesehen. Das war mir klar, dass der nichts auf Kette kriegt. Ich weiß auch nicht, was der sich da gerade bauen wollte. Aber wir haben 11 Kills und das weiß ich. Und das ist echt richtig sick. Dann musste man ein paar Kisten aufmachen. Und dann hat der Typ das Video hochgeladen, wurde voll gespammt. Und dann hat er auch ein Video gemacht, pass mal auf, so bekommt man den. Und das ist lustig, wie man den bekommt, oder wie er den bekommen hat. Und zwar, er hat irgendwie, hat sich eingeloggt. Wir müssen mal kurz, boah, der Meteorit ist richtig hoch. Groß, Alter. Holy shit, ist der groß. Kurz mal wegfliegen. Und er hat sich eingeloggt bei seinem Account. Und auf einmal waren Skins weg gewesen, die er sich gekauft hat. Unter anderem war der Farbbomber weg gewesen und ein paar andere Skins. Und er hat den Epic Games Support angeschrieben, ja, und hat gesagt, pass auf, Epic Games, guckt mal nach, ich habe hier viele Skins gekauft. Und da war doch gerade einer. Oder habe ich mich gerade getäuscht? Jemand fängt mich hier gleich ab und knallt die Brücke hoch. Epic Games, mir fehlen hier Skins, ich will die Skins zurück in mein Inventar haben. Ist ja auch dein gutes Recht, so weißt du, du gibst dafür Geld aus und plötzlich sind Skins weg. Das ist richtig Minusattacke. Und Epic Games hat auch kein Auge gemacht, hat gesagt, pass auf, gut,
Die haben es gescheckt natürlich, Skins sind weg. Hat er einfach die Skins wiederbekommen und als er die wiederbekommen hat und guckt in seinen Spind, sieht er auf einmal diesen Bright Bag. Ja, das ist jetzt schon mal heftig. Also wissen wir schon mal, dass dieser Bright Bag, da hinten ist übrigens einer, dieser Bright Bag mit den Farmbomber Skin auf jeden Fall in Kombination passt. Ey, Regie, Regie, einmal kurz Wiederholung von dieser Stelle. Ich war mit der Pumpgun Safe Call voll drauf. Ohne Spaß, ich war voll drauf gewesen und er hat keinen Schaden gezählt. Regie, einmal hier Replay jetzt einblenden. Okay, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich voll drauf war, keine Ahnung. Also ich glaube, ich war voll drauf. Also wenn ja, dann war das hier auf jeden Fall ein heftiges Teil gewesen. Und also wissen wir jetzt schon mal, wie man den bekommt. Also wenn ihr vielleicht mal euch Skins gekauft habt und ihr habt das Pech und lockt euch ein und auf einmal ist der Farmbomber-Skin weg, habt ihr die Möglichkeit, den Support von Epic Games anzuschreiben und zu sagen, pass auf, der Skin ist weg und kriegt dann gleichzeitig den Rucksack dazu. Ja, aber man sieht einfach, dass es diesen Rucksack irgendwann jetzt bald später im Spiel gibt. Ich denke mal, dass Epic Games das so machen wird, dass sie diesen Rucksack für Leute hinzufügen werden, die bereits den Farbenbomber-Skin haben. Ja, dass sie einfach an irgendeinem Tag sagen, oder sind welche, dass sie sagen, pass auf, Jungs, ihr habt euch den Farbenbomber-Skin geholt, jetzt kriegt ihr dafür extra den Rucksack. Die müssen kommen. Ja, scheiß drauf, die Zone kommt eh, ich geh jetzt hier mir den Loot Drop holen. Ja, dass die einfach sagen, gib mir die Truhe und... Ach so, dann gab es ja auch noch eine Theorie mit den Loot Drops, gab es ja auch noch. Theorie mit den Loot Drops, ich kann ja mal auf YouTube eingeben, da gab es so viele Theorien. Dass die einfach sagen, so wie bei den Wukong-Skin, pass auf, heute ist Tag Y. Für jeden, der sich den Farbbomber-Skin gekauft hat, wir packen euch hier nochmal den Rucksack kostenlos mit rein. Das gleiche wird wahrscheinlich auch für den Rust Beckett gelten, für diesen Rostmeister, dass man einfach die Rucksäcke kostenlos in den Spind bekommt und dass man sie sich nicht extra dazu kaufen muss, weil die halt zu diesen Skins gehören. Aber Epic Games halt, bevor die rausgekommen sind, diese Skins, wahrscheinlich noch nicht diese fertige Idee mit den Rucksäcken hatte, dass die einfach nach eingefügt werden und man die sozusagen dann in den Spind bekommt und ihr da nichts Besonderes machen müsst. Viele Leute machen jetzt auch Videos und sagen, pass auf, ihr könnt Epic Games anschreiben, dass ein Skin fehlt oder dass euch der Rucksack fehlt und dass ihr den gerne wieder ins Inventar habt, weil ihr habt ja auch den Farmbomber-Skin und so. Ich rate davon euch ab, Leute, den Epic Games Support irgendwie damit voll zu spammen oder allgemein so ein Ticket aufzumachen, weil ich denke mal, auch wenn Epic Games sich da verarscht vorkommt oder wenn ihr da den Support trollt oder so, dass ihr vielleicht sogar gebannt werden könntet. Könnte ja möglich sein, weil, Bruder, wenn da jetzt 1 Million Leute oder 1000 Leute anschreiben, oh, da vor uns ist übrigens einer. Ja, pass mal auf, ich hatte hier Skins verloren, obwohl es nicht wahr ist. Dann sind die, glaube ich, schon angepisst. Oh, scheiße, Bruder, war das knapp. Dann sind die Safe Call angepisst, weil das ist einfach Missbrauch der, keine Ahnung, der Hotline da oder der E-Mail-Dings da. Und das wäre echt eine doofe Sache. Also rate ich euch davon auf jeden Fall ab und guckt auch kein Video, wo die sagen, ja, mach das und dann wird alles gut. So, wir gönnen uns mal kurz. Kann ich gar nicht... Hä? Warum kann ich das Feuer hier nicht setzen? Boah, hört ihr gerade? Diese Stimmen, dieses Geräusch? Das sind diese neuen Gnome, ne? Die machen mich richtig irre. Dieses Geräusch ist so zu strange. Holy shit. Boah, Bruder, das macht einen richtig Angst. Also, wo ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, Bruder, spielt hier irgendjemand irgendwas ab im Hintergrund? Irgendein Käse? Naja, aber jetzt mittlerweile weiß man ja schon, dass das die Gnome sind. Ich habe noch nicht alle eingesammelt. So, Zone kommt und wir werden mal Abfahrt machen. Gib ihn, Bruder. Ja, wir werden mal hier auf Undercover an die Seite hochgehen. Weil hier wahrscheinlich gleich noch richtig Session sein wird. 13 Kills dafür, dass ich hier so viel quatsche, ist gut, Freunde. Also spielt gerne mal ein Gameplay und quatscht so viel. Ist gar nicht so einfach. Also ist auch nicht der erste Aufnahmeversuch, den ich hier habe. Oh.
Ey! Oh, da war er, der Farbbomber-Skin. Und alle haben Goldscar gefühlt gerade, ne? Ihr kleinen Paul Bergs. Die Sniper, die ist immer gut. Oh, Junge, Junge, was eine geile Runde. 14 Kills. Schönes Ding. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welchen Rucksack ihr besser findet. Den Brightback oder den Rustback? Also ich finde den Brightback sogar fast besser wie den Rustback. Also... jetzt, viele werden wahrscheinlich sich jetzt auch noch fragen, wann wird er jetzt genau ins Spiel kommen? Ich denke mal, wird sich verschieben auf die nächsten Wochen. Epic Games, denke ich mal, wird das auch so ein bisschen hypen. Vielleicht einfach, dass sie, wird es auch so einen Tag geben, wenn ihr euch heute einloggt, dann bekommt ihr diesen Rucksack dazu oder keine Ahnung, vielleicht zu irgendeinem Special-Tag. Irgendwas werden die sich da schon einfallen lassen. Das sind ja keine dummen Entwickler. Und hier ist gerade irgendwie nicht viel los. Das macht mir ein bisschen Angst. Okay, gut, wir werden mal hier rechts durch den Wald gehen und werden probieren, das Game hier natürlich noch mit einem Sieg zu beenden. Jumphead haben wir auch noch. Das ist sehr gut. Ah, ich weiß, ich sag dir ganz ehrlich, ne, diese Metallbasen sind meiner Meinung nach viel zu overpowered. Die haben ja dafür die Lenkrakete reingebracht, dass halt diese Base-mäßig besser attackiert werden können. Aber guck mal, ich habe jetzt keinen Raketwerfer. Ich habe 14 Kills. Niemand hatte einen Raketwerfer dabei. Niemand hatte einen Granatwerfer dabei. Das ist natürlich mega broke, sage ich euch ganz ehrlich. Wie soll ich jetzt diese Dings da wegschießen? Weil das Problem ist, wenn ich das Feuer eröffne, der Typ wird einfach sein Dings zücken. Was baut er? Das ist noch ein Base-Bauer. Das sind so nervige Leute. Wow. Der wird einmal seine Snipers zücken und wird mir erstmal einen Headshot geben. Und er baut sich eine richtige Metallbase. Oh, das, ich weiß nicht, das ist so nervig. Ist auch schwierig, die zu pushen gerade. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt pushen soll. Ich baue mich auch erstmal hoch. Erstmal auf Nummer sicher machen. Bau doch mal. Ich baue auch aus Metall jetzt. Ist besser. Ja, obwohl, man sollte lieber unten Metall nutzen. Schießen alles, egal. Ja. Ja, guck dir dieses Ding an. Das Teil mit einer Ska kaputt zu schießen. Wow, unbelievable. Fast unmöglich. Das war jetzt natürlich dumm gewesen. Richtig dumm. Ich bin low ground. Boah, der hat. Das Problem ist, der hat wirklich perfektes Positioning gerade. Ich bin ein bisschen am Arsch. Ich hoffe, dass er noch von anderen Seiten irgendwie attacked wird. Dass ich, ja. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich den pushen soll. Mit Jumphead vielleicht. Aber mit Jumphead ist halt immer so eine 50-50 Sache. Wenn es kein schlechter Spieler ist, ja, dann killt er dich ganz einfach, weil er dich mit Jumphead anfliegen sieht. Aber hier sind immer noch zwei Kisten. Lecker Schmecker. Gib mir mal noch ein Medkit bitte aus der Kiste. Ah, Digga, die Granaten könnte man gut gebrauchen. Noch ein 50er Trank. Sauber. Ach, ey, das kann nicht sein. Die anderen campen wieder rum. Er campt da oben. Ey, das wird hier wieder ein Rundenende. Oh, mein Nacken ist eingepennt, Alter. Ja, super! Geil! Genau so macht das Spiel Spaß, wenn einer die ganze Zeit campt. So eine Nervensäge. Snipen könnte ich ihn, aber der wird nicht peaken. Safecoin nicht. Oh, der wird attacked. Nice, nice, nice. Theoretisch könnte ich jetzt pushen. Bin mir aber nicht sicher, ob der einfach nur abwartet, dass ich jetzt reinspringe. Ja, siehst du, der guckt schon wieder. Ja, der weiß ganz genau, dass ich ihn pushen werde. Ey. Er ist nochmal in der Zone, das gibt's doch nicht. Ey, wie viel Glück kann man denn haben? Ja, ist unglaublich. Er hat den besten. Ja, er schießt auch auf mich, Bruder. Es sind noch drei andere Leute und. Zwei andere Leute, die ihn beschießen könnten, und er geht auf mich. Keiner beschießt ihn. Das kannst du komplett vergessen hier. Die Position, die er da hat, ist zu stark, ey, weil es einfach High Ground ist und... wenn ich mich hochbaue, um mit Jumphead reinzufliegen, schießt er kaputt. Ich probiere mal. Okay, bisher sieht gut aus. Okay, nur noch zwei Leute. Also der da oben und noch einer. Komm, Bro. Ja, ich muss mit Jumphead noch eine Etage höher gehen. Dass das auch was wird, ne?
Weil ich glaube, das springt nicht so hoch, das Ding. Ah, jetzt schießt er schon drauf, Alter, dieser Pisser, Mann. Try hard doch nicht. So, wo ist der andere Typ? Das ist auch die Frage. Guck mal, der andere macht gar nichts, ne? Der noch lebt. Da können wir den so einfach von hinten pushen. Okay, rechts unten ist der andere, rechts unten ist der andere. Ich seh ihn. Ja, ich muss jetzt. Ja, scheiße, ich komm nicht hoch. Ja, ich bin tot. Das kannst du vergessen. Unglaublich. Ja, jetzt holt er sich auch noch den Kill. Solch ein... Headshot. Gibt er mir noch den Headshot, Digga. Solch ein Camper, ohne Spaß, Mann. Holy shit, ey, selten so einen Camper gesehen. Krasse Sache. Ja. Was soll ich hier machen? Wie soll ich hier rauskommen? So lächerlich, der Typ. Keine Ahnung. Ich kann nichts dagegen machen. HP, Grüße gehen raus. Ja, er moved auch zu viel, dass ich einen Headshot geben könnte. Ja. Solch ein... Ja, da freut er sich noch, Digga, weil er gecampt hat. Ach, scheiß drauf, Junge. Ich hoffe, euch hat das Gameplay trotzdem gefallen, meine Freunde. Der Brightback und der Rustback, ihr wisst Bescheid, Abo dalassen, liken, oder wenn guckt da ins Standard-Skill ist...